Nein, ich habe mir keinen neuen Drucker gekauft. Wenn du wissen willst, was das für ein Drucker ist und warum die Bohrmaschine hier nebendran steht, dann bleib dran. Gute und Grüezi wohl, ihr lieben Mäckereien. Ich bin die Maggie von Mäckorama.de und heute reden wir mal über dieses Ungetüm hier, was ich hier neben mir stehen habe. Ich nenne das so unhöflich, ganz einfach, weil ich auch wirklich mit meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe, es nicht anders nennen möchte. Entgegen der Meinung von vielen ist es jetzt kein Ender 5, nein, es ist ein Ender 4. Und wer jetzt so ein großes Fragezeichen über dem Kopf hat, ja, keine Angst, das Ding gibt es mittlerweile nicht mal mehr auf der Creality-Webseite zu sehen. Was aber nicht zu heißen hat, ich habe im Internet mal nachgeguckt, ob es dann irgendwelche Testberichte gibt. Und es gibt so 2, 3 Berichte, die eigentlich nur das, was auf der Webseite stand, mal 1:1 nachgeplappert haben. Kann auch sein, dass es ein paar YouTube-Videos darüber gibt. Ich habe das Ding damals jedenfalls zu Beginn von Mäckorama mir mal gekauft. Es hat damals irgendwas um die 250 bis 300 Euro gekostet und ich habe gleich 2 davon gekauft, weil eine Bekannte von mir gemeint hat, okay, ich hätte auch gerne so ein Teil, und ich habe es mitgekauft und habe es ihr dann mal gegeben. Und die Reaktion war, sie hat es dann kurz darauf, so nach einem Monat oder 2, wieder zurückgebracht und gesagt, ey, sorry, ich kann damit nichts anfangen, das Ding funktioniert hinten und vorne nicht. Und die ähnliche Erfahrung habe ich leider auch machen müssen. Kann gut sein, dass ich ein Montagsmodell erwischt habe und dass da draußen Leute gibt, die sagen, ey, mein Ender 4 funktioniert wunderbar. Ich habe aber auch damals zu der Zeit einige Leute gefunden, die gesagt haben, das Ding funktioniert gar nicht. Bevor wir aber weitermachen, habe ich noch ein paar Dinge in eigener Regie. Zum einen haben über 50% meiner Zuschauer den Kanal noch nicht abonniert. Solltest du dazugehören, würde ich mich tierisch freuen, wenn du den Kanal kostenlos abonnierst und mich somit auch kostenlos unterstützt. Solltest du mich finanziell unterstützen wollen für meine Projekte, wie zum Beispiel den Ender 4 Umbau zum Voron 1.8, den Voron Zero oder auch die Vertical Farm, findest du einen Link zu Patreon unten in der Videobeschreibung. Dort findest du unterschiedliche Belohnungen, mit denen du dann entsprechend Bonus-Content, Sticker, Schlüsselanhänger, exklusive Gewinnspiele und anderes natürlich erhältst. Wer sich jetzt noch für Kryptowährung interessiert, der kann mal bei mir im Shop vorbeischauen und kann sich das Buch Bitcoin einfach anschauen. Dort drin erkläre ich, was Bitcoin ist, wie es funktioniert, wie ihr es kaufen könnt und wie ihr eure finanzielle Unabhängigkeit sichert. In diesem Sinne vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung und weiter geht's im Text. Und fangen wir erstmal mit dem Positiven an, was das Ding denn richtig gut kann. Und das ist was, was ich bei vielen Druckern damals schon vermisst habe. Ein Ausschalter, ja? Mega geil, dass es den hier an der Seite gibt, dass man das Ding einfach ein- und ausschalten kann und das direkt an Bord dann entsprechend dazu führt, dass das der ganze Drucker angeht. Finde ich mega gelungen, hat mir super gut gefallen und muss ich sagen, war damals echt eine Neuerfindung. Ich hatte damals, glaube ich, den Hicktop und den, wie heißt er nochmal, den Tevo Taranto da noch gehabt. Und da war das absolut nicht mit dabei, deswegen war das schon so ein Novum für mich, so ein Ein- und Ausschalter. Ich weiß, da lachen jetzt Leute drüber, ja? Aber mittlerweile sind wir viel weiter, der Voron und der Ultimaker und was weiß ich alles drum dran, die haben alle einen Ein-Ausschalter, ja? Damals war es halt noch so, Stecker rein, Kaltgerätestecker ins Netz rein, da war der Drucker an und hast mir da ausgezogen, dann war er aus. Zweiter positiver Punkt, den ich finde, ist, dass hier oben ein Filamentsensor schon mit verbaut war. Das war auch, finde ich, ziemlich geil, das war einfach nur so ein ganz normaler, na, wo ist er hier oben? So ein ganz normaler Endstopp, ja, der aber dann entsprechend an das Board angeschlossen war und gesagt hat, ey, hier ist Filament da oder nicht. Das hat wunderbar funktioniert, ist eine super robuste Technik, hat bei beiden Druckern, soweit ich weiß, ganz gut funktioniert. Und die werden wir auch später definitiv nochmal weiter benutzen halt entsprechend, ja. Hotend kennt jeder, ist das typische Creality Hotend, was sich jetzt über die Zeit so ein bisschen weiterentwickelt hat. Aber vom Grundaufbau her ist es immer das Gleiche, dieser würfelförmige Kasten hier vorne mit dem Lüfter drin, hinten dran sitzt das Hotend, kennt jeder, ist robust, funktioniert, ist nicht das Nonplusultra, aber läuft. Das soweit schon mal ganz gut. Auch die Rollen hier sind, naja, okay, suboptimal, aber kann man erstmal benutzen. Was ich auch ganz cool fand, was bei mir aber leider nicht funktioniert hat und bei der Bekannten dann auch mit der Zeit kaputt gegangen ist, ist hier der LED-Streifen. Ich habe mich erst tierisch gefreut, dass sowas überhaupt dabei ist, weil damals die Drucker das entweder mit Nachrüstkits entsprechend, dass man das selbst irgendwie noch anschließen musste oder so. Hier war es schon direkt von Werk ab mit dabei, aber es funktioniert halt nicht richtig. Das heißt also, irgendwas ist kaputt gegangen, entweder am Streifen oder hier unten auf dem Board irgendwas entsprechend, dass das nicht richtig funktioniert hat. Das ist nicht, ja, nicht ganz so toll, aber es war auf jeden Fall schon mal cool, das mit dabei zu haben.
Und dann fangen wir gleich mal an mit den Sachen, die gar nicht funktioniert haben und die mich dazu gebracht haben, den Drucker einfach in die Ecke zu stellen, beziehungsweise den ersten davon, ich habe ja zwei, ne, die Bekannte hat mir den Drucker zurückgebracht, den ersten habe ich bereits zerlegt und den haben wir schon im Livestream, habe ich schon mal gezeigt, was man daraus machen kann. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Das hier ist der zweite, den werden wir auch noch komplett umbauen. Und am Schluss werden zwei komplett unterschiedliche Drucker bei rauskommen. Ich verrate euch auch gleich, was der erste Drucker sein wird. Das wird der Zweck dieser Serie quasi sein. Und ich muss sagen, der Grund, warum ich das Ding jetzt wirklich auseinanderbauen möchte, warum ich das Ding in die Ecke gestellt habe, war erstmal ein Schlüsselerlebnis, was mich echt geschockt hat. Und das war das Netzteil hier hinten. Das ist ein SOMPOM. Ich glaube 360 Watt hat es. 24 Volt Netzteil auf jeden Fall. Und ich habe den Drucker angeschlossen, habe den eine Zeit lang mal ab und an benutzt, da mal was gedruckt, was Kleines, da einen Testwürfel gedruckt, um den einzurichten, weil ich halt auch beruflich noch viel unterwegs war und hatte damals noch meinen Eckschreibtisch und hatte den Drucker quasi so neben mir stehen. Ja, ihr seht, das ist nicht, weil die Bohrmaschine da steht, aber im Prinzip hatte ich den hier so neben mir stehen, auf Kopf- und Brusthöhe. Und der Drucker lief und druckte gerade einen Testwürfel und ich war happy, dass er erstmal überhaupt mal funktioniert hat. Und ich höre auf einmal ein Bumm. Ja, was war passiert? Das Netzteil war durchgebrannt, besser gesagt, die Kondensatoren da drin waren komplett Fritte. Als ich das Netzteil dann später aufgemacht habe, habe ich gesehen, dass da wirklich alles verkohlt war, dass da alles aufgeplatzt und ausgeschäumt war. Das war brandgefährlich, muss ich echt sagen. Also das war für mich so ein Erlebnis, wo ich schon gedacht habe, okay, das Ding nutzt er nie wieder. Und da muss ich auch echt sagen, okay, da kam meine bessere Hälfte selbst rüber gerannt und hat gemeint, ich habe nur einen Knall gehört. Ich habe von draußen gerochen, dass es verschmort riecht und das ganze Büro hat verschmort gerochen. Und das war echt so ein Schreckmoment, wo ich gedacht habe, okay, das Ding stellst du jetzt weg und benutzt es nie wieder. Aber ich habe erstmal den Creality Support angeschrieben und habe gesagt, ey Leute, mir ist das Netzteil sprichwörtlich um die Ohren geflogen. Könnt ihr mir bitte neu schicken, weil der Drucker ist jetzt noch keine zwei Wochen alt und ich hätte da gerne wirklich einen Ersatz, weil das kann ja nicht sein. Gesagt, getan, Creality hat mir dann ein neues Netzteil geschickt, fand ich super top von denen und ich habe das neue Netzteil eingebaut. Er hat auch erstmal nochmal einen Testwürfel gedruckt. Ich habe die Datei, die damals gedruckt hat, während das Netzteil explodiert ist, nochmal gedruckt. Das hat wunderbar funktioniert und dann wollte ich nochmal einen zweiten Druck starten und da ist mir hier unten das Board kaputt gegangen. Ja, auf einmal war Licht aus, gar nichts mehr ging, das ganze Display ging nicht mehr. Und ich habe geguckt und habe getestet und habe herausgefunden, okay, das Board funktioniert nicht mehr, weil da irgendwas durchgebrannt war. Und habe mich wieder an den Support gewendet und habe gesagt, okay, komm, die haben das Netzteil ersetzt. Wenn das Netzteil vielleicht diesen Schaden verursacht hat, dann werden die vielleicht auch dafür aufkommen. Und das Problem war da schon, okay, Creality hat ab dem Zeitpunkt sich gar nicht mehr gemeldet. Ja, also es war echt schade. Ich hatte angefangen, einen Bericht darüber zu schreiben, wie gut denn der Drucker ist, wie gut er sich denn zusammenbauen lässt. Das lässt er sich wirklich. Also der Zusammenbau und der Aufbau geht echt gut und ist echt straightforward im Vergleich zu anderen Druckern, die es damals zu der Zeit gab. Muss ich also sagen, die Anleitung war sehr gut aufgebaut und mit dem kaputten Board hat auf einmal der Support komplett irgendwie aufgehört, mir zu antworten, wo ich dann gesagt habe, okay, das kann ja nicht sein und habe dann erstmal, nachdem ich dann ein, zwei Wochen vom Support nichts gehört habe, mir komplett ein eigenes Board besorgt. Ich habe auch bis heute noch nichts vom Support gehört. Ja, also von daher ist es nicht so, als wenn die sich dann nach drei Wochen gemeldet hätten. Nein, bis heute Funkstille. Ich habe bis jetzt noch nichts von Creality gehört. Das Einzige, was ich bekomme, leider Gottes, ist halt immer wieder die Werbung, wenn sie was Neues rausbringen. Deswegen bin ich nicht immer ganz so gut auf die zu sprechen, die Jungs. Genauso bei Anycubic ist es mit dem Photon, oder nicht mit dem Photon, sondern mit dem Resin-Drucker, den ich da hinten stehen habe. Die waren auch so lange dazu zu haben, dass man mit denen schreiben konnte, solange man gesagt hat, ey, ich mache ein Video drüber und eine Review und sowas in Richtung. Und sobald es dann anfing, ey, der Drucker druckt nicht und das Display funktioniert nicht und sowas in Richtung, war Funkstille. Ist leider schade, aber es soll solche Firmen geben. Und ich habe nochmal das Geld in die Hand genommen und habe nochmal ein neues Board bestellt, das eingebaut und getestet. Und dann sind mir hier zwei Schrittmotoren kaputt gegangen. Und da habe ich dann gesagt, okay, das Ding kommt jetzt definitiv in die Ecke. Ich habe jetzt keine Zeit und keinen Bock mehr dafür. Es gibt andere Drucker hier bei mir im Büro, die besser funktionieren, die auch pflegeleichter sind und wo ich nicht ständig irgendwie welche Teile austauschen muss. Deswegen habe ich den einfach in die Ecke gestellt. Die Bekannte hat mir dann den Drucker kurz darauf zurückgebracht und hat gesagt, ey, das Ding druckt nicht rund, sondern oval.
Und ich habe auch dann den ein oder anderen Beitrag im Internet gefunden, wo es hieß, ja, ist ja kein Wunder, ist ein Agebot. Ja, es ist entgegen der gemeinläufigen Meinung, ist es kein Core X2, es ist ein Agebot, weil er hat einen Gurt, der in Form eines Haars oben rüberläuft und nicht, wie heißt es, zwei Gurte, wo dann der eine über den A-Motor und den anderen über den B-Motor betrieben wird. Ich glaube aber, dass es daran nicht großartig liegen kann, sondern ich glaube eher, dass halt einfach hier oben diese Acrylteile einfach viel zu flexibel sind und auch hier die, wenn sie festgeschraubt sind, sich immer wieder halt hin und her verziehen, weil es halt ja nur an ein oder zwei Punkten teilweise festgezogen ist und das dann halt auch nicht wirklich dazu beiträgt, dass der Drucker stabil druckt. Kann auch sein, dass es nicht fest genug gezogen ist, aber ich möchte bei Acryl jetzt halt explizit nicht hingehen und so das Ganze zu festziehen, dass es halt dann vielleicht reißt und der Drucker dann komplett im Eimer ist. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe den Drucker entgegengenommen, habe ihn genauso wie den anderen ins Regal gestellt und habe mir überlegt, was kann ich mit den Druckern machen. Auf einem Stammtisch hat mir dann ein Bekannter, ein Arbeitskollege gesagt, okay, pass auf, der Rahmen sieht ja schon ziemlich brauchbar aus für einen Voron. Und da war bei mir wirklich so die Saat gesät sozusagen. Ich meine, ich habe erstmal meinen 2-2er da hinten gebaut. Wer das noch nicht gesehen hat, der kann da gerne mal in der Playlist nachgucken. Da wird es auch nochmal eine Playlist geben zum Bau vom 2-2er. Aktuell baue ich einen Voron Zero und einen 2-4er, die stehen da unten schon. Und ich habe mir gedacht, okay, ich habe momentan noch nicht genug Arbeit und nicht genug Projekte, deswegen starten wir nochmal den Umbau von dem hier. Jedenfalls habe ich mir erstmal zu Beginn schon damals im alten Studio überlegt, okay, was kann man da draus bauen? Wie kann man das ganze Ding umbauen? Und habe mir mal geguckt, welche Profile brauche ich noch? Kann ich die hier verwenden? Habe schon mal die ersten Teile gedruckt, geguckt, ob das da drunter passt. Und dann, ja, das klappt nicht hundertprozentig, weil es hier halt 240er Profile sind. Ich hätte jetzt können hingehen können und sagen, okay, ich drehe die einfach mal so um 90 Grad, dass ich dann hier an der Seite die geschlossenen Profile habe und oder die langen Profile habe und hier vorne die flachen, dass ich auf jeden Fall für die Motoren, für die Aufhängungen und alles drum und dran Platz ohne Ende habe. Aber so richtig glücklich gemacht hat mich das Ganze nicht. Also habe ich mir überlegt, wie kann ich das Ganze machen und ich habe mir noch ein paar längere Aluprofile bestellt, die von hier bis unten durchgehen und hier unten noch mal ein bisschen Platz, so ein paar Zentimeter für die Elektronik bieten, so wie es eigentlich das Voron-Team sich überlegt hat. Und daraus werden wir jetzt einfach mal Schritt für Schritt in den nächsten Videos dann diesen Drucker wirklich komplett strippen. Wir werden diese Profile hier auch verwenden, das habe ich ja auch im Livestream schon mal gesagt, dass wir die noch mal ein bisschen kürzen müssen und dann hier unten als Trennbalken für das Electronic Compartment, also für das Fach, wo die Elektronik reinpasst, entsprechend verwenden werden. Hier oben jedenfalls die Profile auch für die X-Achse, da können wir das alles verwenden, was wir da haben, das ist kein Problem. Und so werden wir uns dann Stück für Stück aus diesem Drucker einen Voron 1.8, aber im Low-Budget-Mode bauen. Das heißt also, ich werde so gut es geht versuchen, alles zu verwenden von diesem Drucker, was möglich ist. Das bedeutet also, das Netzteil jetzt nicht unbedingt. Ja, das Netzteil muss ich nicht unbedingt haben. Ja, da habe ich schon meine schlechten Erfahrungen damit gemacht. Aber hier die Schrittmotoren werden wir verwenden, so gut es geht. Ja, wir werden versuchen, hier diese ganzen Umlenkrollen alles verwenden, so gut es geht. Den ganzen Rahmen. Wir werden die Spindel verwenden. Wir werden hier die Führungsschienen verwenden. Und da wir noch einen zweiten Drucker haben, können wir die Spindel und die Führungsschienen für die zweite Achse von der Z-Achse verwenden. Das ist also auch kein Thema. Und dann werden wir für den zweiten Drucker nochmal ein paar Teile extra bestellen müssen. Also nochmal Spindeln und alles. Und den werden wir nochmal ein bisschen hochwertiger aufbauen dann. Aber wir werden am Schluss dann entsprechend einen richtigen Low-Budget Voron 1.8 dort stehen haben. Das heißt, wir werden erstmal viele Teile drucken müssen und werden das ganze Teil umbauen und ich hoffe einfach, dass das funktioniert und dass danach der Drucker wirklich da steht wie eine 1 und auch wirklich endlich mal was Richtiges druckt und ich keine Angst haben muss, dass mir das Teil um die Ohren fliegt. Kostentechnisch, wie gesagt, wir fangen an. Ich werde nochmal ein extra Video drüber machen, wie viel das Ganze denn kostet, was ich denn alles nachbestellen musste und was das alles gekostet hat. Wenn ihr es also nicht verpassen wollt, Kanal abonnieren und dranbleiben. Und wir werden schauen, so Stück für Stück das Ding halt wirklich aufzubauen. Ich glaube, das kann ein richtig cooles Projekt werden. Das Hotend, da bin ich am Überlegen, da muss ich mal gucken, wie das vom Budget her passt. Ich will auf jeden Fall irgendwie unter 700 Euro bleiben. Ja, das habe ich mir so als Ziel gesetzt, das sehe ich auch als realistisch an. Ja, also der Drucker hat ja schon mal an sich, den zähle ich auch mit rein, schon mal 250 bis 300 Euro. Und da nehme ich jetzt wirklich das Höhere, also sagen wir 300 Euro gekostet. Das heißt also, ich kann noch mal 400 Euro an Budget oben drauf packen. Das bedeutet, da kommt noch mal ein Board rein, mit dem ich auch wirklich die zwei Z-Achsen ansteuern kann. Vielleicht überlege ich mir aber auch sowas wie beim Ender 3, das eine Upgrade, wo ich mit einem Motor entsprechend zwei Z-Achsen ansteuern kann. Das könnte natürlich auch interessant sein.
Einfach, dass wir den Drucker wirklich so günstig wie möglich hinbekommen und dann vielleicht am Schluss sagen, okay, die Spindeln fliegen raus und es kommen bessere rein. Vielleicht Kugelumlaufspindeln oder sowas in der Richtung. Einfach, dass wir da was haben, dass wir den Drucker erstmal low budget haben und für diejenigen, die sagen, okay, ich habe noch ein bisschen Budget übrig, wir wollen das jetzt mal so Stück für Stück upgraden, dass man dann hingeht und das Ganze Stück für Stück weiter aufbaut und dann das Ganze natürlich entsprechend schön aufbaut. Und jetzt zur Bohrmaschine. Warum die hier neben mir steht. Ich habe natürlich schon die ersten Profile gebohrt, also nicht diese hier, sondern die längeren Profile und habe natürlich schon mal entsprechend die Löcher gebohrt, entsprechend der Anleitung vom Voron-Team, dass man das Ganze halt richtig zu einem originalen Voron-Rahmen zusammenbauen kann. Dafür wird es auch noch mal ein Video geben. Und in diesem Sinne hoffe ich, hat euch das Ganze gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Ich bin gespannt, was ihr dazu in den Kommentaren schreibt. Wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, könnt ihr das kostenlos, indem ihr den Kanal abonniert. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr das Projekt ein bisschen finanziell unterstützt. Dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link zu Patreon. Und in diesem Sinne, Hoddle the Line, Happy Printing und ciao.